Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Druck zu Inculinati. Dieses Spiel ist Anfang dieser Woche erschienen und ist ein 2D Turn-Based Strategy Game, das denke ich in erster Linie wirklich aufgrund seines Grafikstils auffällt. Für uns ist es sogar relativ lustig, denn wir haben uns auch erst vor wenigen Wochen ein Spiel in einer ähnlichen Richtung angeguckt mit Pentiment. Dementsprechend hier mehr oder weniger zwei Spiele in kürzester Zeit, die den gleichen Weg so ein bisschen einschlagen, finde ich dann doch sehr interessant. So, gucken wir mal, was das jetzt hier zu bieten hat. Als erstes ist wichtig hervorzuheben, es ist auch im Early Access. Heißt also, Content wird in der Zukunft noch hinzugefügt, Bugs existieren und werden hoffentlich in der Zukunft noch entfernt. Also, da dürfen wir ja nicht zu 100% kritisch rangehen. Als nächstes, es wird zugeben, vielleicht für viele Leute nicht so wichtig sein, weil sie dann doch über Screenshots oder dann wirklich Gameplay-Videos sich Sachen angucken. Aber das Menü, man sieht hier so ein bisschen was davon. Aber ich denke, man hat hier noch so ein bisschen Free Real Estate, den man hätte nutzen können, um nochmal so ein bisschen hervorzuheben oder das allgemein noch ein bisschen schicker zu gestalten. Man sagt, man hat hier so ein Crest oder ähnliches. Wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit, aber es sieht hier alles noch sehr simpel und nicht unbedingt einladend aus. Wir haben Feedback, wir haben Report, wir haben Discord, wir haben Credits-Button, aber der wichtigste ist, denke ich, der Settings-Button. Wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten für Volume, das ist sehr schick, aber es ist ein bisschen schade, dass es hier noch keine Beispiele gibt, damit man weiß, ist das tatsächlich laut genug. Man muss sich einfach an der Musik orientieren und das dann hoffen, dass der Rest ebenfalls in Ordnung geht. Wir haben einen Fast Mode, das wird für uns jetzt vermutlich am Anfang noch nicht wichtig sein, aber ich kann definitiv sehen, abhängig vom Spiel logischerweise, aber dass es Leute geben wird, die irgendwann sagen, ich brauche das schneller, ich kann mir nicht immer die Animationen angucken, etc. Wir haben Sprachen, von dem, was ich hier schon so ein bisschen sehen konnte, ist von den Anfang schon relativ umfangreich. Das geht also in Ordnung. Tooltips, interessanterweise, waren von Anfang an erstmal deaktiviert. Im Sinne des Videos habe ich es einfach mal aktiviert. Inkblot, ja, können wir jetzt noch nicht viel zu sagen. Also habe ich es jetzt erstmal so gelassen, wie es ist. Und ja, der Rest ist schön zu sehen. Ich denke, so ein paar Sachen fehlen definitiv. Sowas wie Colorblind Options, obwohl natürlich auch hier immer... Man will es ganz gerne sehen, damit die Leute grundlegend die Möglichkeit haben, das zu spielen. Aber man kann natürlich noch, ohne das Spiel gespielt zu haben, nicht wirklich sagen, ob es wirklich notwendig ist. Gut, wir haben Duel und Bestiary. Das würde erstmal nicht so wichtig sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt einen PvP-Modus, der aber nur local ist. Ich meine, dank Steam wäre das nicht das größte Problem. Aber wenn man zum Beispiel wie ich das Ganze auf Xbox Game Pass gerade spielt, dann kann man halt auf Steam-Feature nicht so einfach zurückgreifen. Ich meine, vermutlich gibt es irgendwie eine Möglichkeit, aber das ist immer wichtig hervorzuheben, wenn PvP in den Steam-Tags auftaucht und man denkt sich, oh ja, und dann ist er auf Game Pass und dann ist Local Split-Screen. Das ist natürlich dann auch nicht wieder so toll. So, dann haben wir Academy und New Journey. Academy, also rein zu überlegen, was ist das? Könnte man behaupten, es wäre das Tutorial? Und dadurch, dass es auf der ersten Stelle ist, klicken wir mal. Basic Lessons und Intermediate Lessons. Der Screen sieht nicht so toll aus. Learn the basics needed for Inculinati Duels. So, da sehen wir, denke ich, schon relativ schnell, warum das Ganze doch relativ cool aussieht. Klar, das ist noch relativ simpel gehalten, das wird dann noch komplexer vor den Screenshots, was ich sehen durfte. The Inculinati Masters battle along the margins of medieval manuscripts. In this encounter with a pack of white beasts, your tiny Inculinati will be the one to draw your army. That's cool. What happens during Inculinati battle? Use living ink to draw your beasts. Command your beasts to attack enemies, buff friendly beasts, and obtain more living ink. This is your tiny Inculinati. Whee! They will help you draw an army. They are self-portraits of the real Inculinati masters bending over their manuscripts. They are much bigger than their tiny representations. Just wait till you see their hands. You can draw beasts in the field close to your tiny Inculinati. The arches mark your drawing range. Also man hat gesehen, zwei davor, zwei dahinter. Green arches mark fields where an action can be performed. Purple arches mark fields in range where an action cannot be performed. Das ist interessant, dass man da nicht irgendwas wie rot gewählt hat.
For example, if that field is already occupied by a beast. The cost of every beast is shown in the drop icon next to its portrait. So gucken wir mal ganz kurz das Video uns an. Okay, also 6. Er hat jetzt hier, glaube ich, 1 für 5 gewählt. Dann werden wir gleich hier oben noch in der Ecke sehen. Genau, der Wert geht nach unten. Alles klar. So, wir haben noch unten ein paar weitere Icons. Move right, swat und take a nap. Wir werden es für jetzt mal ganz kurz ignorieren und erstmal nur das machen, was wir machen sollen. So, wir haben oben erstmal toggle hint details. Ich drücke einfach mal. Achso, damit kann man es einfahren. So, wir haben 5 Ink, 4 von 5, 5 bis 7, 2, 12. Pretty strong and resilient for a dog. Has a shield that can block high damage and a sword that can only attack adjacent fields. Das soll also bedeutet, so ein bisschen hervorheben, dass es sowas wie Archers in der Zukunft gibt, die halt weiterschießen können. Can also attack both adjacent fields at once. Can only attack adjacent, protect the beast from receiving high damage. Does not protect their back. Okay, also es wird vermutlich dann irgendwann das Problem geben, dass es Leute gibt, die von hinten angreifen können. So, wir sehen ebenfalls hier oben, wie viel Resource wir haben und vermutlich mal, wie viel wir wieder zurückbekommen. Ansonsten der Finger ist überraschend lang. So, einmal draufknicken reicht. Man muss nicht gerückt halten. Irr, das Schild. So, du geh mal ganz vorne hin. Ja, und das ist meines Erachtens hier gleich von Anfang an das Highlight, wie die so gesehen dahin gezeichnet werden. Newly drawn beasts are drowsy. Oh, okay. So they have to take a nap, meaning they won't be able to act in this chapter. When all beasts and the tiny Inkulinat take a nap, a new chapter will begin, waking everyone up. Taking turns. So the masters take turns, moving their beasts one at a time. Let your tiny take a nap now and await a new chapter. Okay, also ich könnte vermutlich noch einen weiteren zeichnen. Aber ich soll erstmal schlafen gehen. Take a nap. So, Tiny Inquinati will take a nap. You will receive one drop of living ink if your Tiny Inquinati did not take more than one action during its turn. Aha. Or two drops if a Tiny uses no action. Okay, interessant. Also ich würde jetzt hier nicht den Bonus bekommen, wenn ich noch einen von denen hier hinsetzen würde. Take a nap, which will end turn if a beast or tiny didn't move. Okay. Chapter 2. Die sehen sehr interessant aus. Moving a beast onto a green field, walk range will not end its turn. It can still take an action. Once a beast has moved, you cannot switch to a different one. Okay. Moving a beast onto a yellow field, sprint range, aha, XCOM, or taking an action without any movement will force the beast to take a nap and end its turn. Okay, also, man hat theoretisch zwei Zeiteinheiten, aber sowas wie ein Angriff gibt einem nicht die Möglichkeit, dann die zweite Zeiteinheit nochmal zu nutzen. The beast can still take an action after moving in this range, yeah, and then will take a nap, wenn man zu weit geht. You can hover over any beast to view their movement and action range. So, gucken wir mal. Halo. Was auch immer das. Each Halo increases the beast's damage and accuracy by 1. Also remove heresy. The maximum amount of Halos on the beast is 3. Halos decreases by 1 when the beast takes a nap. Wie kann ich einsehen, was er hat? Unpush und Pushable. Es wird leider nicht wirklich mehr hervorgehoben. Man hätte irgendwie gedacht, dass man hier irgendwelche Icons kriegen würde oder ähnliches. Deswegen, ich gucke gerade, ob hier irgendeine Hervorhebung ist. Man sieht es da drüben. Ist ein Halo Prayer. Attacks up to 3 targets. Dementsprechend wurden auch wir deswegen getroffen. Okay, dann lauf doch mal dorthin. Auto Attack. Once you acknowledge an enemy, choose the attack action. Target the enemy and confirm. Swords only attack adjacent fields. If your target is not an adjacent field, move your beast again. Genau. Oh, dexterity attacks. Once you confirm your target, you will see a moving arrow. If you stop the arrow in the attack zone, your beast will deal damage of the amount of damage drawn. So, if you stop the arrow on the skull, the beast will be killed. Oh, okay. Es gibt also einen Bonus. Ich dachte erst, es wäre so ein Verfehlen. You have a few seconds to stop the arrow. When the timer runs out, the arrow will stop randomly. Okay, also da ist so ein bisschen. Okay, also man kann da so ein bisschen Einfluss darauf haben. Oh oh.
Recht unfein. So, können wir jetzt noch irgendwas machen? Ich denke, das müsste man nur so ein bisschen mehr hervorheben. Ich könnte nochmal einen weiteren Kollegen zeichnen. Ich denke, damit schützen wir auch noch ein bisschen unsere eigene Haut. Und sagen jetzt, schlafi, schlafi. Au, der läuft einfach an uns und... Oh, Theodor hat er ebenfalls getroffen. In addition to drawing beasts, the tiny Inculinati has a secret weapon. Hand actions. Unlike other beasts, the tiny Inculinati can perform any number of available actions during their turn. Okay. Select the tiny Inculinati, then choose the sword action and target an enemy. If the target is out of range, you can move your tiny closer with another hand action to select a different beast, hover over it and select it. Remember, you can only do this if you haven't already performed an action. Okay. Also, wir klicken hier auf uns. Sword. You can take this action immediately if there is a beast on this field. You could take this action immediately if there was a beast on this field. This means a beast is in range, but you cannot target this. Take this action. You can't push a praying beast, even if it's in range. Also dich kann ich jetzt. Some hand actions have a cooldown. This means once you use them, you can't use them again for a certain number of chapters. The number by the hourglass icon shows you how many chapters remain before the cooldown ends. And before a nap, I'm sure you can handle the enemies on your own. Wake me up when you're done. Alles klar, Yoda. Okay, den haben wir jetzt angegriffen. This beast has already moved, cannot select another beast. Ich meine, die können jetzt nichts mehr machen? Hab ich nicht gerade eben eine Runde weiter voranschreiten lassen? Also können entweder nur ich oder meine... Okay. So, du hast deine Genauigkeit erhöht. Das soll dir jetzt nicht unbedingt helfen. Ah, nice. Egal, wo wir zuschlagen. Wir besiegen ihn einfach. So. Und das gleiche geht auch hier. Die Frage ist... Ah, wieder ein zu früh. Man denkt, der rollt immer noch so ein bisschen weiter wie eine Slot-Machine. I'm the best. Losing to you is like winning, my friend. What? Okay, erstes Tutorial abgeschlossen. So. Hand action move. Oh. Choose between move left and right. The selected beast, friend or enemy. Uh-huh. Will move onto the first unoccupied field in the chosen direction. Non-occupied field to bat. That means the beast will fall into the abyss and die. The deadliest Inculinati technique. Beast will be pushed onto the first unoccupied field. What does pushing do? Push an enemy into the abyss. Warum brauchen wir das jetzt nochmal so gesagt? Uh-oh. Push an enemy into the abyss or the apocalyptic fire to kill them instantly. You can push using using a beast or your tiny Inculinati. You can push battlefield elements to foil your opponent's plans. Nochmal zeigen. Push. Okay, also wir sagen jetzt push left or right. Man bekommt auch eine schöne Hervorhebung. Oh, wer hier wie betroffen wäre. Achso, man hätte das cleverer spielen können. Ja. Indem man einfach einen links und einen rechts schiebt. Aber hey... Ist jetzt nicht so, als soll hier wirklich was passieren, was uns besiegt. Und dann...
Welcome of Future Champion of Inculinati. Rest habe ich nicht lesen. Two Masters of Living Ink, Inculinati, will duel on the margins of an ancient manuscript. This is your entry exam. You'll be playing as Godfrey in a duel against Hilgard, the Holy Church Reformer. The tiny Inculinati is a unique beast. Unlike the others, they cannot walk on their own. You need to push your tiny friend in order for them to move. In order to win an Inculinati duel, you must destroy your opponent's tiny Inculinati. To do so, either reduce its health to zero or push it into the abyss or the fire of the apocalypse. Here you can see how much living ink each Inculinati currently has. Keep an eye on it. Yes. Okay, also ich könnte jetzt einfach hingehen und sagen, hey. Ne, also ich muss schon halbwegs in der Nähe sein. Also einfach nur pushen ist nicht drin. Okay. Wir haben SWAT, wir können auch nichts tun, wenn wir wollten. Obwohl ich davon ausgehe, dass man nicht höher als 12 gehen darf. So, gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Pretty good at range, they saw a spear-wielding dog. Has a spear that can hit up to 2 feet away or 1 level away, as well as reach behind obstacles. Can strike 2 enemies next to each other at once. Fragile. For a dog, the bow wielding. The bow can attack in range of 6 feet, except the adjacent ones can also attack 3 enemies at once. Wow. Okay, also, Glaser Design. Attack types. Sword attacks deal the most damage, although they can only target adjacent fields. Spear attacks can reach up to 2 and have the longest melee reach. Bow can attack up to 6 fields away, except adjacent ones. Beasts that use bows have the lowest amount of health. However, also ein bisschen interessant. Hey, wenn du die Regeln haben willst. So, to learn more about the rules, press the assigned button, the hint button to access the, ja, okay. So, also ich sollte klar sein, wir wollen einen vorne hier hinzeichnen. Aha. Und die Frage ist, ob man da nicht hinterher gleich jemand mit feinen Bogen stellt. Das haben wir zwar jetzt einiges gemacht und kriegen jetzt auch keinen. Aha, der Gegenspieler kommt mit Hasen. Okay, gut. You can collect living ink by standing on an ink plot. Aha. You will receive 3 living inks for each beast standing on an ink plot at the end of a chapter. Move or push your beast onto them. Okay. Also, ich denke, ich sollte mit dir, soweit es geht, laufen. Aber weil ich es kann. Moment, what? Warum kannst du... Achso, wirklich nur eine Einheit kann sich auf einmal bewegen? Kann man das rückgängig machen? Hm. Oh, Cleave. Push. Prayer. Also, das finde ich so ein bisschen interessant, dass man wirklich nur mit einer Einheit auf einmal agieren kann. Aber ich will definitiv... Hm. Das ist natürlich jetzt hier schon so die Situation, jetzt weiß man definitiv, der Gegner... Der Gegner könnte eventuell sogar an mir vorbeilaufen. Wenn ich mich dann wieder frage. Gibt es hier keine Quicks Restart? Schade eigentlich. Aber hey, ist Tutorial. Wir leben aber mal ganz kurz damit. So. Interessanterweise, ich krieg jetzt hier. Wow. Okay, das ist natürlich. Unfein. Ink will be collected once all the beasts have finished their turns and take a nap. Don't move your beast until the end of the chapter. Confused? Don't know what to do. If you can't attack an enemy, pray or take a nap. Hail of arrows. Attack up to 3 targets up to 6 fields away. Cannot attack adjacent fields. Cannot be used. Can only be used every 2 chapters. Okay, ist natürlich durchaus. Tall elements block the use of this action. Da kommt also noch ein bisschen was dazu. Nap headache. Beasts with a headache can either move or take an action. Headache lasts until the end of turn. Okay, warum auch immer du headache hast. Gucken wir mal. Cause an enemy to take a nap. Here comes the butt. Get a headache and decrease the accuracy. This action won't work if the target isn't facing your beasts. Okay.
Okay, und hier war das Ganze natürlich jetzt schon sehr flott. Interessanterweise, er macht das Gleiche. Oder die gleiche Einheit erneut. So, ich kann jetzt theoretisch wieder jemanden schubsen, wenn ich es drauf anlege, aber no. Ich sage mal ganz kurz einfach nur mehr Zeug hier, weil der wird sich nämlich jetzt gleich verabschieden. Oh wow, der geht, ja, mit dem Backstab. Switching beasts. Switching between your active beasts by pressing assigned keys. Mhm. If you're playing with a mouse, you may also switch by clicking on a beast. After either moving or using an action, you cannot switch to another beast. Ja, das hätte man meine Sachen zwar weit früher anmerken müssen. Push. Ne, ich will definitiv nicht auf den Inkplotch pushen. Prayer. Increase the level of Halo. Also hier sind so ein paar Sachen, die einfach nicht erklärt worden sind. Wo man sich so ein bisschen selber reinfuchsen muss. Deswegen, weil ich will ja nicht einfach nur einen Push sagen. Okay, ja, dann renn mal weg. Oh, nice. Sehr schick. Also, ebenfalls das Wichtige ist, dass, wie gesagt, nicht hervorgehoben worden ist, was ich ein bisschen doof finde, dass es nicht wirklich gesagt worden ist, dass man halt alterniert. Dass man hin und her wechselt. Ich könnte jetzt theoretisch nochmal jemanden pushen oder ähnliches, aber ich denke, für jetzt will ich erstmal, gerade vor allem, weil der Gegner jetzt einiges an Ink sammelt. Oh oh. Okay, will man damit sicherstellen, dass man anfangen muss, jetzt auch näher zu rücken? This is the beginning of the end. You will see... At first you will see the fire... See the field that's going to be affected by the apocalypse in the next chapter. Everything including your tiny inculinati that remains in the field will be destroyed. If your tiny inculinati ends on a field... Up on a field of the fire, push them off of it to save them. Similarly, you can push the enemy inculinati into the fire and watch them perish. Kill the enemy inculinati with attacks, push them out of the battlefield or let the apocalypse get them. Okay, also das ist dann auch so ein Herangehensweise, so ein Versuch. Special attacks, AoE attacks. Special AoE attacks allow you to hit multiple enemies at once. You will not deal any extra damage to a single target, but you will can attack up to two or even three beasts. Genau. Oh, interessant. Man muss also für beide das gleichzeitig drücken. Okay, sehr gut. Du kannst nur von vorne angreifen. Das soll ja durchaus helfen. So, 5 bis 7 Schaden. Mit anderen Worten, entweder machst du ihn platt oder nicht. So, wir machen es aber lustig. Wir sagen jetzt, wir schieben. Ich kann den nicht schieben, weil der zu weit weg ist. Das ist natürlich schade. Ich hätte den natürlich ganz gerne schon einfach hier ins Feuer geschubst. Ah! Damit würde ich vermutlich jetzt besiegt. So, da kommt der Feuer- und Bogenschütze. Und ja, wir können nicht wirklich viel anderes machen. Wir wollen es auch nicht selber schubsen. Ja, man sieht jetzt erst, wenn es eingezeichnet ist, müssen wir uns Sorgen machen. Mhm, genau. Ah. Use Hints. The icon at the top of the screen switches Hints on and off. Genau, okay. So. Ich würde mal sagen, du greifst einfach mal an. Fernst unseren Kollegen. Aha. Oh, wow, wirklich? Man hätte sogar überlegen können, ihn eher zu pushen. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, ist selber uns pushen. Push. Okay, ja, und... Wir könnten überlegen noch... Achso, nee, wir könnten ihn nicht weiter pushen. Der Kollege da hinten ist also erstmal damit... Das geht einfach
Oh. Ha. Oh, ja, Okay. Ich hab das verloren. Aber wir haben es mal gesehen gehabt, wie das funktioniert. Und jetzt gucken wir mal, was unter New Journey passiert. Master, how would you rate your skill with Living Ink? Fucking poor. So for beginners, wir haben mehr Health, mehr Ink. Werde zumindest im Tutorial. Shine Inkarinati regains 5 health after each battle, Number of quills you start with, was auch immer Quills in der Logik sind. Receive 1 boredom points for 1 drawn beast. Beast's boredom level will decrease by 1 if they won't be drawn during battle. Enemy beasts deal low damage. So, was ist hier der Unterschied? Okay, Number of quills ist niedriger. Und am Ende wird noch gesagt, Enemy machen mehr Schaden. Und sie haben auch mehr HP. Und das geht dann munter weiter nach oben. I don't know. Wenn ich das Tutorial schon nicht gewinne, sage ich pur. So, wir können uns selber erstellen. Schick, I guess. Oh boy. Das ist die Auswahl? Männlich, weiblich, komisch, Yoda? Ja, von mir aus. Man kann nicht eingeben, man muss wirklich... Nope. Man muss wirklich eintippen. So, Origin. Master's second cousin tries to remove. Growing up in an orphanage wasn't too hard on him. Hängt das damit zusammen? Oh ja, tatsächlich. Strong woman in these times. The miller knows what's important in life. But does not inspire confidence. I don't care. So, Beasts. Okay, und da gibt es noch weitere, die man in der Zukunft dann freischaltet. Alles klar. Ist da irgendein... Ja, die haben natürlich Unterschiede. 11, 9, 8. Okay, also die haben zum Beispiel mehr HP, aber die haben mehr Fähigkeiten. Harder to hit. Force an enemy to take a nap, get a headache and decrease the accuracy. This action won't work if the target isn't facing your beast. Hand Actions, auch da gibt es theoretisch andere. Healing anstatt SWAT. Okay. Talents. Anointed Hand. Actions used on friendly beasts increase their Halo. Each Halo increases the beast's damage and accuracy by 1, will also remove heresy. Okay. Grants 4 drops of living ink if a hand action kills. Cool. Character Screen. Vielleicht ein paar mehr Informationen hier? Okay, man wird also vermutlich in Zukunft neue Sachen freischalten. Aha. Ist da irgendeine Aussage, in welcher Reihenfolge man das machen muss? So, today you will pass your final exam, become an Ikunimani master, and then set off on your journey. You still have to face a white beast encounter before you can take your exam, so what? Just select the white beast encounter icon. Encounters are marked with a sword and a quill icon. The enemy tiny Inkuninati is not present. Once you enter location, you cannot leave it, so choose carefully. Okay, also. Ganz simpel. God, okay, also wir haben hier... Tausende von Gegnern. Change Army Option. Also wir könnten, wie man sieht, 5 Aktionen, 5 Einheiten haben. Wir hätten Feuer mal wieder. Wir wissen, wann das Feuer auftaucht. Random Objects of this type will appear. A couple of ink blots. Okay. You encounter various beasts, battlefield elements and random events. If you spot a beast or an element you haven't seen before, use hints and instructions to learn more. Pressing the assigned button to toggle hints. Ich finde es schön, dass halt zum Beispiel dann hier nicht hervorgehoben wird. Turn on or off. Ja, ja. Press this button. Yes. Deswegen hier ist wirklich einfach gesagt, okay, du nutzt die Maus, das nutzt du also. Clothing chest. Needs to be moved before you can stand in this field. Blocks line of sight for attackers. Okay.
can be pushed, it can be destroyed. Blocks physical attacks going through in a horizontal line. Ja, also man könnte zum Beispiel fallen, Bogenschützen nehmen und hätte immerhin nochmal so ein bisschen Schutz hier. Entsprechend eine Überlegung, die man natürlich hier wirklich treffen kann, ist gleich von Anfang an hier einfach mal zu zeichnen. Weil wir wissen, wir bekommen hier halt wieder mehr Ink, solange wir hier bleiben. Tada. So, jetzt sind die Gegner dran. Mhm, die sind natürlich nicht doof. Bewegen sich voran. Living Ink in White Encounters. Collecting is important too. For every 12 drops of Living Ink drained, you receive a special bonus. All your beasts will regain some health and obtain positive status effects. For example, Halo. Behalf of the enemy army can benefit from draining ink too. Ja, okay. Ich finde es ein bisschen doof, dass nicht offensichtlich ist. Okay, also der ist gelaufen, das heißt also er ist schon nicht mehr dran. Heißt also, keine Ahnung, sich auf dich zu fokussieren, ist vermutlich in okay. Okay, nice. Der hat es erstmal noch nicht durchgeschafft, aber er könnte dann beim nächsten Mal ihn trotzdem angreifen. Kann ich ihn damit treffen? Theoretisch schon, interessanterweise. Okay, und dann setzen wir jetzt natürlich da jemanden dazwischen. Ich finde es schade, dass ich nicht sagen kann, wo der hingucken soll von Anfang an. Würde eigentlich dann doch sicher hoffen. Interessanterweise, wie weit du schlagen kannst. Ja, mach trotzdem mal. Aha, und der hat auch eine andere Hand. Oh, wie weit man rausgezoomt wird. Das finde ich so ein bisschen doof, dass ich es nicht selber sagen konnte, wo er dann halt wiederum... Du bist zu nah dran? Kannst du ihn wirklich nicht anvisieren? Ist 2 schon zu nah? Wow. Weißt du was? Push das Ding mal. Dann kommt er dir nämlich nicht zu nah. Oh, nee, er kann einfach dran... Also, ich sag's, wie es ist. Ich mag das Spiel so überhaupt nicht. Keine Ahnung, ich bin bei Strategiespielen lieber ein Freund davon, wo man dann doch sich so ein bisschen Zeit nehmen kann, Sachen aufbauen kann. Entsprechend, ich hatte gedacht, gerade in dem Tutorial-Kampf, dass ich mich gar nicht so doof angestellt hatte, bis ich dann anders belehrt worden bin. So, ja, ich kann hier mit dir nicht viel machen. Du kannst hier nichts angreifen. Du kannst nicht jemanden... Doch, du könntest theoretisch jemanden schieben. Ja, schieb den mal. Dann kann er nämlich von hinten angreifen. Aha. Deswegen also, das Spiel wird seine strategischen Elemente haben. So ist es nicht. Aber... Ich sehe halt mich schon wieder unendlich viele Fehler machen. Gerade jetzt hier, wo der eine Kollege einfach vor mir steht. Einfach machen darf. Deswegen hier ist zum Beispiel auch... Okay, warum... Warum kann ich den jetzt nicht treffen? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Up to 6 fields away. I don't get it. Dann mach halt nix, I guess. Warum auch immer gerade an Pushable dabei stand. Praying will cause the beast to execute a more powerful attack on its next move. Praying beasts are unpushable. Achso, das sollte das mit sagen. Means I cannot be thrown into the abyss. Das ist natürlich auch mal was. Aha. So, und jetzt greifst du den an und natürlich machst du nicht genug Schaden. Cool. Waren da nicht mehr Gegner angezeigt worden oben in der Ecke?
wir stellen HP wieder her und jetzt haben wir hier irgendwas dazu gewonnen. Minus 1, minus 2. Your health regenerates a little after every battle and by how many points you may ask. Like I said at the beginning, that depends on your difficulty. Yeah, what if I lose all? Drops to zero, the battle is lost, and you lose a battle, you will restore to full health and lose one quill. Uh-huh. If you lose a battle and don't have any quills left, your journey is over. Inclinati get tired of drawing bees. Every time they draw one, their boredom level goes up. The higher the boredom, the more ink it costs to draw a beast. Huh. The higher the boredom, the more it costs. Alright, to decrease boredom, draw different beasts in the next battle. Fight a beast versus beast battle or versus chapel. Okay. Ich meine, noch haben wir nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Es kommt noch, jetzt kommt erstmal wieder ein Kampf. Elite Tiny vs. White Beast Encounter. Increased difficulty and better rewards. If you win this battle, you will be rewarded with a new beast. Okay, also auch hier die Boredom-Mechanik fühlt sich am Anfang richtig schlecht an. Einfach weil ich habe nur 3 Einheiten. Jetzt werde ich also bestraft dafür, wenn ich mehr oder weniger die beiden zeichne. Wow. Sometimes your beasts will need to move up or down a level. Non-flying beasts can use the ladder to go up or down a level. Flying beasts do not need to. Whatever that is. You can sometimes use beast actions and even attack enemies on different levels. Not with a sword though. Check the action range to see if your beast can reach the enemy standing on a different level. Interessanterweise, den darfst du mal wieder treffen. So, was haben wir hier? 7 Schaden, große Explosion. Natürlich nicht schlecht, wenn wir mal ansatzweise 7 Schaden anrichten würden. Wissen 2 bis 3 ist hier das, was wir maximal hinbekommen. So, man muss jetzt hier eigentlich schon wieder sagen, was ist das da für ein Hubbel-Dubbel? Major Blessing. Ja, du musst eigentlich definitiv einen nach hinten dich bewegen. Und jetzt kannst du angreifen. Ja. Hinten ist ein Esel. Okay, also er hat sich sehr stark bewegt. Wichtig ist, so wie Mausmovement wurde einem so überhaupt nicht erklärt. Also, du kannst interessanterweise nichts machen. Am liebsten würde ich dich einfach nochmal weiter wieder zurück pushen. Einfach nur, um sicherzustellen, dass du nicht zu weit rennen kannst. Warum starte ich automatisch mit Archers? Auch nicht cool, wenn man ganz ehrlich sein darf. Okay, auf jeden Fall wird dann mal vorgehoben, wie viel das Ganze jetzt hier kostet. Also wir gehen jetzt hin und machen jetzt ganz bewusst einen Schwert-Heini. Nice. So, und jetzt müssen wir eigentlich schon fast selber überlegen, sich wegzupushen, damit der nicht so einfach... Obwohl, die können ja an einem einfach vorbeilaufen. Naja, whatever. Ich mach's trotzdem einfach mal. Jetzt habe ich mehrere Einheiten, die auf Inkplots stehen. Das heißt, also, da kriegen wir auch nochmal eine gewisse Belohnung dazu. I'm high, bitch. Deswegen, der wird jetzt an mir vorbeilaufen und nach oben pieksen. Uncool. How to steer your eyes. Aha. You can steer your eyes around. Some call it camera. But we haven't created one yet in the medieval times. In order to examine closer the manuscript, without it interfered by reducing the size of it. The picture will help you understand how to use it. Oder do it. Okay, das Wichtige ist, dass wir einfach ihn hier nutzen und da runter schubsen. Bye. Hehe. Nicht mit mir. Okay, sweet. Achso, ihr könnt jetzt nichts mehr machen, richtig. Hey, Benjamin, what's up? Was bist du? Donkey Bart. Only attack adjacent fields. Du kannst überhaupt angreifen, das ist überraschend. Attacks can push enemies. Oh, able to wake up friendly beasts taking a nap and grant motivation to them. Capable of forcing all surrounding enemies to take a nap. Did we mention that this beast plays the butt trumpet? Cunning. Okay. Man hält es auch überraschend viel aus dafür, wenn man ehrlich sein darf. Dafür nimmst du aber mal 5 Schaden. So, helf du auch mal aus. Ja, du machst logischerweise nicht so viel Schaden, weil du nicht vorher diesen Halo bekommen hast. Junk. Also, es ist schon ein interessantes Spiel.
Habe ich davon was, das Ding zu schieben? Wie weit kannst du laufen? Maximal bis hierhin. Das heißt also, ich werde sicherstellen, mich hierhin stellen. Und ganz bewusst sonst nichts mehr machen. Unpushable. Mhm, mehr Schaden, aber du machst sonst nichts. Bin ich dir mal sehr dankbar für. Mhm. Oh wow, das trifft. Wow, das hat die getroffen? Okay, also da war dann natürlich jetzt hier so das Problem, was man jetzt nicht einsehen kann, weil in der Sekunde, in der ich hier meine Maus wieder wegbewege, verschwindet das alles. Also ich hatte gedacht, ich stelle mich clever an, aber es wird hier nicht hervorgehoben. Affects all enemies up to 3 fields away. Okay, also das hätte man dann in der Hinsicht lesen müssen, um das zu verstehen. Okay, meine Frage ist ja, ich push mich mal einen voran. Wusch. Nope, das reicht leider nicht. Aber wir haben uns immerhin davor gerettet, dass sie den irgendwie schieben würde oder ähnliches. Wow. So, meine Frage ist, du kannst dich so überhaupt nicht bewegen. Great. Ja, und ihr habt natürlich jetzt auch so ein bisschen geschissen, wenn man ganz ehrlich sein darf. Ihr könnt euch alle nicht bewegen. Wenn ihr euch bewegt, werdet ihr bestraft dafür. Fühlt sich irgendwie so ein bisschen billig an. Okay, man hat gesehen, dadurch, dass ich hier keine Arches selber gezeichnet habe, gab es da minus ein Boredom. Also da ist natürlich dann auch fies, dass das halt wirklich nur ein Schritt nach dem anderen aufgelöst wird. Was ist halt, wie viel Freiraum man noch hier hat. Also man wird dann wirklich über die Zeit mehr Einheiten bekommen, aber man darf nur 5 auf einmal dabei haben pro Kampf. Beast. Next wielding creature. Adjacent fears at once. It attacks also damage friendly beasts. Ja, Achtung. So, wir haben einen Fuchs. Sadistic Thief steals one living ink droplets from the enemy's army. Wow. And adds the same value to his army's ink reserve. Can never become a heretic. Das sind wirklich, glaube ich, einfach nur Arme, die dann ihre Waffe halten. Ja, cool. High Prestige will grant you more options in non-combat encounter. Prestige allows you to choose dialogue options unavailable to puny peasants. Being famous does not, it does have its advantages. Thank you, Master. I love you. You will now visit a non-combat location. Here you won't face a battle, but a decision that will affect your resources. Over the location to view details. Thanks. Spend gold to permanently increase your starting house. Spend gold to permanently increase your starting living ink. I don't know. Well, nope, nope. Ich dachte, weil kam nicht so das Feedback. Ich dachte, ich müsste irgendwie, oder hab mich verklickt. Müsste dementsprechend nochmal klicken. Do you wish to study to increase your starting living ink? Yes, and I will pay with gold. Minus 15, das geht sogar in Autumn Trip plus 2. Wir bräuchten mindestens 49 an jetzt hier Prestige. I'm too famous to spend gold, I'm taking advantage of my celebrity status. Oder wenn man über 100 hätte. I am a very rich and important. I'm very rich and important. Give me the secret scriptures. Das ist ganz schön viel Aufwand dafür, dass man dann. Man kriegt immer noch plus 1 HP. I'm showing my disdain for you in order to seem unavailable and lonely. Okay, würde man immer noch 50 springen, aber Boredom würde runtergehen. Ah, hier. Yeah. I love turning a profit. Also, die Präsentation ist schon nicht schlecht. You have reached the end of the tiny map. At the end of each map, an Inquiry Master awaits. Defeating them better will allow you to continue. But first you will have to defeat me, passing the final exam. How can I be better? Most importantly, you need a large diversity of beasts. Always bring the maximum of 5 beasts with you. You'll soon be getting some new ones. So plan your strategy carefully and watch out for boredom. Okay.
Store, and then duel. Spend gold to buy various items. Show me what you got. Rumors say whoever tries your cookies will get a better deal. Minus in HP, what? You look kinda shady, I won't buy a thing. Okay, also hier haben wir nochmal die Möglichkeit. Spear-wielding dog, spear-wielding fox, fox, bow-wielding dog. So, dann haben wir nochmal Hand-Actions, blessing, draw a barrel, affects a single chosen target, creates an obstacle. Interessant. Okay, wir sollen 5 haben, also können dann ruhig überlegen, 5 zu gehen. Also man sieht, Hunde sind meistens von den Stats besser, haben aber dafür keine irgendwelchen speziellen Sachen. What are you doing? That doesn't make sense. I'm here to take the final exam. Are you okay? You look a bit under the weather. Yes, yes, just remember one thing. Live for today, plan for tomorrow, party tonight. That's my motto. Okay, also wir sehen, was er kann. Bloating. Beast explode. Bloated beast explode and kill. The size of the explosion depends on whether it was bloated once or twice. Bloating a double bloated beast will cause it to explode immediately. What? Hat exploder, bean exploder, jaw exploder. Cook Exploder. Du hast ein paar sehr merkwürdige Einheiten mit dabei. Und die Map sieht auch schon mal sehr interessant aus. Every chapter. Fire sparks will appear on the battlefield and deal damage at the end of a turn of each chapter to anything on the field. Wild. Natürlich starte ich da unten. So, Inclinati Scribers, get off board when drawing the same beast over and over. Depending on your difficulty setting, each beast you draw during your journey, its boredom level will increase. The amount of living ink need to draw will increase, genau. If you don't draw a certain beast during the battle, your boredom will go down by one. Make sure you use different types of beasts. Okay, damit will man also einfach nur sicherstellen, dass man nicht immer den gleichen Spaß nochmal macht. So, hier ist ein großer Ink-Blob. Also, gehen wir doch da mal hin. Okay, pray. Können wir erstmal noch nicht runtergepusht werden. The hell is this thing? Master, you're a little fucked up in the head. So, interessant zu beobachten. Die Idee, dass man... It can be stored, it can be pushed. Das ist interessant wirklich. Also die Idee, dass der Master ebenfalls so Push-Aktionen hat, ist interessant, weil man es halt nicht von überall einfach einsetzen kann. Man muss schon näher rangehen, was logischerweise seine eigenen Gefahren mit sich bringt. So, ich sage jetzt einfach mal, hey, auch wenn es 7 kostet, geben wir mal nochmal einen von denen hier. Kritzel, kritzel, nice. So, das gibt 3. Und dementsprechend, statt hier plus 1 zu bekommen, sagen wir doch mal, hey, ich schieb mich da rüber. Dann kriegst du das nämlich auch nochmal. Meine Frage ist, ob der zum Beispiel hier runterfallen könnte, um mich dann so direkt anzugreifen. Jetzt müsste ja schon das Feuer kommen, oder? Der macht einfach mal 5 fucking Schaden? Master's Army, you should know that I can force my beast to explode. I do so love the smell of explosions in the morning. I even get an extra drop of living ink for it. Not only can they explode in command, they also explode when someone kills them. Did I mention they explode though? Okay, also... Sagen wir mal, ich würde jetzt push sagen. Aha. Nice. No, das hatte ich damit nicht... Das war nicht die Idee, dude. Jo. Okay. Ich könnte den angreifen. Die halten vor allem noch viel. Also, die wirken overpowered. Die wirken so viel stärker, als sie sein dürften, meines Erachtens. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss ich ganz echt zugeben. Deswegen, ja, ich könnte ihn jetzt schieben. Ah, der würde zu mir runterfallen und mir Aua machen. Wenn ich ihn schieben könnte. Was ich natürlich nicht darf.
Könnte auf ihn einprügeln. Oder oben steht E für next hint, whatever the previous hint is. Please use this to travel between... Ach so, weil da mehrere Sachen auf einmal zu sehen sind, okay. Keine Ahnung, ich fühle mich schon wieder komplett überfordert. Wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Einheiten, die mir ernsthaft helfen. Hilft das? I don't know. Okay. You can encounter different apocalypse types. Yes. Ich könnte dafür Informationen bekommen. Explodierst doch auch einfach nur, oder? Holy shit. Ich meine, ich habe so gut wie verloren, also... Ich kann jetzt hier leider nicht allzu viel machen. Ich würde maximal überlegen, mich selber wegzuschieben, aber selbst wegschieben wird ja zu nichts führen. Deswegen, ja, ich muss jetzt hier den da machen. Dann machst du erstmal gar nichts. Geh davon aus, wenn ich den runterschiebe, habe ich automatisch geschissen. So, ich greife dich an. No. Okay, damit habe ich verloren. Egal, was passiert. Okay, dann kann ich dich auch schubsen. Hier. Achso, schubsen macht keinen... Okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe so oder so verloren. Einfach weil der Kollege ist dann dran. Und... Oh, great. Es ist genau dort, wo ich bin. Hätte ja nicht noch... Okay. Unfairer sein können. Also mir macht das Spiel leider keinen Spaß. Muss ich ganz echt zugeben. Einerseits, weil... Keine Ahnung, ich habe es am Anfang gesagt, die Kämpfe sollen absichtlich schnell sein. Das soll mir also in der Hinsicht von mir aus recht sein. Aber halt, man fühlt sich halt immer irgendwie bestraft. Der eine Kollege hat mich einfach auch mal geschubst bei dem ersten Kampfduell, Trainingsduell. Hier... Der Kollege kann einfach mich snipen und macht unendlich viel Schaden. Ich hingegen mache gar keinen Schaden. Also es fühlt sich nicht gut an. Macht selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad keinen Spaß. Die Boredom-Mechanik finde ich furchtbar. Ich kann verstehen, warum sie existiert, aber... Vor allem, ich muss jetzt nochmal kämpfen. Ich kann nicht sagen, nee, ich will nicht, oder? Being will allow you to continue the journey despite losing a battle. However, you won't get any rewards for fleeing. Jetzt habe ich die Chance, das nochmal spielen zu können. Okay, ich meine, das ist das Letzte, was wir heute machen werden. Interessanterweise, ich spawne mit einer komplett anderen Einheit diesmal. Aha. Okay, ja. Jetzt stelle ich die... Deswegen, hier würde man sowas denken, oh, kann ich vielleicht irgendwie sowas wie Treppen blockieren oder ähnliches. Moment, du kannst kein Praying machen? Ah, oh, great. Das heißt, der Gegner wird gleich kaum mich einfach irgendwo runterschubsen. Ich habe einfach geschissen. Okay, also das ist der Nachteil dieser Einheit, also. Ja. Also. Da muss ich echt zugeben, ich weiß nicht, wie ich mich cleverer anstellen soll in dem Spiel. Der Gegner darf einfach machen, vor allem aus einer Entfernung, die abartig ist. Kann ich eigentlich nicht weiter nach oben oder nach unten gehen? Ist das mein Limit? Ja, ich zeichne natürlich jetzt gleich absichtlich zwei von denen auf einmal. Und... Ich pushe mich mal hier hin. Ihr müsst da hoffentlich... Das weiß man halt auf den ersten Blick meine Sachen nicht so schnell. Bin ich jetzt hier sicher? Oder hat er die Möglichkeit, mich auch von hier oben da wegzuschieben? Deswegen ja meine... Oh, wie weit der latschen darf. Explodiert jetzt einfach, oder? No. Masses Army, yep. They want explodey duties. Ja, ja.
Aber die Sache ist halt, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll. Deswegen, ja, er hat jetzt seinen Angriff gemacht. Deswegen, also, das ist hier ein Gatekeeper, wo ich nicht weiß, wie ich den... Wie ist 3 bis 5? Ist ja vollkommen witzfrei. Deswegen, ja, ich könnte den swatten, aber halt... Man würde wenigstens hoffen, dass wenigstens so ein Push wenigstens einen Schaden machen würde oder ähnliches. Deswegen, Pushing wirkt komplett witzfrei. Ja, okay. Das kannst du den auf einmal nicht mal pushen. Okay. Ja, dann push den mal, damit der halt nicht diesen Ink-Bereich da ausnutzen darf. Von mir aus, I guess. I don't know. Also, ich kann natürlich verstehen, man wird sich da vielleicht auch so ein bisschen reinfuchsen. Und vielleicht dann auch über die Zeit besser werden. Das ist ein reiner Gatekeeper. Ich weiß nicht, wie man das besser spielt. Also, das ist beeindruckend. Ein Spiel, das so gut aussieht, dass mich so überhaupt nicht anspricht und so überhaupt keine Laune mehr macht. Schade eigentlich. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende von Inkuniminati. Sieht cool aus und da hört es meines Erachtens aber auch schon auf. 25 Euro. Geht vom Preis in Ordnung, aber auch hier wieder wichtig hervorzuheben, es ist im Xbox Game Pass ein Service, den man definitiv ausnutzen sollte, bevor es dann irgendwann zu teuer wird, was definitiv, denke ich mal, von Microsoft irgendwann passieren wird. Also, ich kann es nur empfehlen, sich vielleicht vorher mal anzugucken. Denn, keine Ahnung, vielleicht ist man ein Fan von dieser Art von Strategiespielen. Ich bin es leider nicht. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten. Hat euch gefallen und bis dann.